brauche mal schnell einen Trank. Irgendwas zu essen. Ein bisschen Heilung. Deren Leichen haben bestimmt auch wieder. Angriff ist die beste Verteidigung. Rüstungsreparaturset. Sollten wir vielleicht nochmal was reparieren lassen. Zwergenschnaps. Ein Knüppelhatter. Okay, Inventar. Der Knüppel. Okay, bis jetzt noch keine bessere Waffe. Wasserflasche. Was ist denn gar nicht, können wir nichts nehmen? Rezept. Ein paar hübsche Drähte habe ich bekommen. Okay. Plätze, komm her. Ach, da bist du. Na dann, weiter. Auf zur Burg des Barons. Und wenn wir nicht wieder aufgehalten werden. Guten Tag auch. Ich komme mal zu Besuch. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ja, aber du kriegst ganz ab. Ist gerade jemand in seiner Hütte verschwunden? Okay, kann man nicht öffnen. Und noch verschlossen. Alles abgeschlossen. Okay, da sollen wir wohl nicht rein. Alles verschlossen.
Mir greift doch keinen an. Ah, hier ist der Angreifer. Du wirst es nie lernen. Der war nicht schwer zu besiegen. Starkes Schild. Sein Schild zerstören geht auch nicht, oder? Jetzt. Fehler. Das ist nicht schlecht. Sein Schild irgendwie kaputt kriegen könnte. Reihe bilden. Du bist alleine. Wer soll denn die Reihe bilden? Mann des Barons. Okay, können wir einfach weitergehen? Müssen wir durch die Mauer, durch die Wand, durch die Mauer durch wahrscheinlich. Okay. Einfach mal ein bisschen meditieren gehen. Ist jetzt nicht möglich. Okay. Ah, von hinten. Sehr gut. Sieht nach Regen aus. Ach nee. Sieht nach Regen aus, sagte er. Die ganze Waffe müssen wir mal verkaufen beim nächsten Händler. So, bevor wir weitergehen, mal meditieren. Bis Mittag. Es regnet immer noch. Lass uns, bitte. Tja. Kann man nichts machen. Was haben wir hier? Ah, ein paar Fackeln. Licht. Halt! Wer ist da? Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat er den Mumm, mir zu helfen. Und wir können das Axi-Zeichen einsetzen. Können wir wahrscheinlich nicht. Okay, wir gucken mal im Dorf nach, ob uns jemand helfen kann. Da kommen Angreifer. Ach, hier liegt nur einer. Können wir looten. Kein frischer Angreifer. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Alter. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu,
Ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Gut, ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Alter. Tja. Plötzlich. Jetzt versuchen sie alles zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Auf geht's zum Schrein. Wir haben zum Glück ein Pferd da wieder mal. Unter der Brücke rechts, dann rechts, sagte er. Okay. Und da hängen welche. Und die hängen da schön ab. Schneller. Ne, wir sind da. So ziemlich. Okay, Reh finden wir jetzt hier nicht mehr. Ah, hier ist der Schrein. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Ja. Hier steht unser Pferd. Das Pferd müssen wir parken. An die Blumen wollte ich ran. Okay, Eingang finden. Der muss ja hier irgendwo. In halbwegs sichtbarer Nähe sein. In dem Umfeld. Hinweissuche. Das war beeindruckend, aber nicht unbedingt das, was ich wollte. Ein bisschen mit dem Hexersinn Umschau halten.
Okay, hier gibt es noch ein paar Strupper. Ja, vielleicht hier drüben, oder? Das sieht doch gut aus. Mit 10.000 war. Kommen wir hier irgendwo durch? Oder nicht? Ich bin Fackeln jetzt nicht schlecht. Haben wir irgendwas im Inventar? Wie Fackeln? Knüppel haben wir. Fackeln haben wir tatsächlich, selbstverständlich nicht. Irgendwo weiter. Da gibt es Licht. Ein paar Pilze. Licht. Ich bin fast da. Licht ist irgendwie nicht. Müssen wir ja dunkeln. Sein, wir können hier mit dem Igni-Zeichen ein bisschen. Ah ja. Können wir wohl hoch. Oh. Da oben geht's hoch. Kommen wir aus dem Brunnen raus. Mitten im Burghof. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug, egal wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Hat die Schwarzen schon wieder. Du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Ich bin kein Auftragsschläger. Naja, irgendwie schon. Ich weiß, wer du bist. Aber da du nach deinem Blutbad hier auftauchst, nehme ich an, dass du etwas Wichtiges zu erzählen hast. Ja. Mhm. Dann rede. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden.
Das mache ich nach unserem Gespräch. Ah, ja. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Nein, danke. Ich bin nicht zum Trinken hier. Wie du willst. Ich werde aber nicht auf dem Trockenen sitzen. Vor dem Krieg stand hier in der Nähe eine Brennerei. Die beste in ganz Welen. Aber die Hurensöhne haben sie niedergebrannt. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Was soll das heißen? Drohst du mir? Oh, du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Nein, ich drohe dir nicht. Ich sag's frei heraus. Ich weiß, wen du suchst. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Rückblender. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Cirilla. Wenn du Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Spielen wir sie jetzt. Okay, spielen wir mal weiter. Jetzt mit Ciri. Und wir suchen uns einen Unterschlupf. Sie braucht Hilfe. Okay, Wölfe geschlachtet. Können wir nicht mehr looten? Oh. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag.
Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Tja, also... Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Ach, die kriegen wir schon hin. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Das ging aber schon hin. Okay, die Wölfe können manchmal looten. Wie es ausschaut. Ich will die Wölfe looten. Komm, das kriegen wir hin. Keine Schwierigkeit. Ein bisschen Verteidigung wäre für mich auch nicht schlecht, das mal zu üben, aber bisher hat es immer so geklappt. Mit der Beschützwärme-Variante. Angriff ist die beste Verteidigung. Und draufhauen. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater! Meiner könnte noch viel mehr. Komm! Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Oh, massakriert. Ach so, ja. Von einem etwas mit enormen Klauen. Schön ein bisschen looten. Okay, wir haben kein Inventar. Wir haben umsonst gelootet. Im Frostgewohnheit. Damit wir uns das nicht abgewöhnen. Schau mal! Da ist etwas! Ein bleib hier! Blutiger. Nicht weiter. Aber. Nichts aber, bleib hier! Zerrissener Mensch. Ich muss mir was ansehen. Sieht lecker aus. Ach du Scheiße, den hat's ja noch nicht genommen. Ja. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Ja, dem fehlt quasi der Unterkörper. Das ist dem, glaub mir, da die Schmerzen. Oh. Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Der hatte Schmerzen. Gepackt und gegen den Baum geschmettert. Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Hm. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum bist du noch in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Oh. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl?
So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Ja. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Aha. Dieser. Mhm.